Der FC Bayern München hat die Sensation Serie A im Visier, einen der Torschützenkönige der italienischen Liga. Aber abonniere zuerst den Kanal, hinterlasse dein Like und aktiviere die Glocke, um alle Benachrichtigungen zu erhalten. Die Suche des FC Bayern München nach einem Ersatz für Robert Lewandowski geht weiter, aktuell steht Dusan Vlahovic im Fokus. Laut Calcio Mercato Berichten ist München bereit für Verhandlungen, einschließlich des Angebots von Serge Gnabry an Juventus, den Stürmer zu verpflichten. Die Landung von Vlahovic wird nicht einfach, da er gerade Mitte der Saison 2021-2022 von Juventus verpflichtet wurde. Zudem hat der Spieler noch einen Vertrag bis 2026, wodurch sein Preis noch immer als hoch eingeschätzt wird. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten von Juventus sieht der FC Bayern München jedoch eine Chance, Vlahovic vom Allianz-Stadion in die Allianz-Arena zu holen. Der Verkauf von Vlahovic würde dem Team erhebliche neue Mittel einbringen. Juventus kann für ihn mit mindestens 80 Millionen Euro rechnen, was in etwa dem Kaufpreis von 81,6 Millionen Euro entspricht. Diese Zahl könnte sich mit der Leistung von Vlahovic erhöhen, der in 39 Spielen 18 Tore erzielte. München scheint jedoch nicht bereit zu sein, einen hohen Preis zu zahlen. Sie wären bereit, nur 70 Millionen Euro zu berappen. Als Entschädigung würden die Münchner Gnabry im Rahmen der Verhandlungen anbieten. Gnabrys Marktpreis liegt derzeit bei 65 Millionen Euro, was ausreichen sollte, um Juventus zu locken. Die Entscheidung der Münchner, Gnabry anzubieten, kam überraschend, da er gerade mit Beginn der Saison 2022-2023, die bis 2026 läuft, einen neuen Vertrag mit dem Team unterschrieben hat. Was geht ab, Fans? Was halten Sie von Vlahovics möglichem Wechsel zum FC Bayern München? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren.